Um die wirklich großen Fragen der Politik und der Gesellschaft zu diskutieren, müssen wir in Bremen nicht groß in die Ferne schweifen, sondern wir können das hochqualifiziert mit Alumni der Universität Bremen besprechen. Das wollen wir auch heute tun. Wir reden über das Konjunkturprogramm der Bundesregierung und ob dies wirklich ein adäquater Weg ist, um mit den enormen wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise klarzukommen. Mein Name ist Christoph Sodemann und ich bin im Alumni-Verein der Uni Bremen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und jetzt möchte ich zunächst Sarah Rydleski begrüßen. Sie sind parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Davor waren Sie Bremer Bundestagsabgeordnete der SPD und Sie sind Alumna der Universität Bremen. Denn Sie haben in den 90er Jahren Ihr Diplom in Politikwissenschaften an der Uni Bremen gemacht. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen können. Außerdem begrüße ich Professor Rudolf Hickel. Sie waren Professor für Finanzwissenschaften an der Uni Bremen und sind inzwischen emeritiert. Sie sind 1971, also seit den ersten Anfangstagen an der Bremer Uni Professor. Also auch für Sie ein 50-jähriges Jubiläum, das wir nächstes Jahr ja groß feiern werden. Seit diesen vielen Jahren haben Sie die Wirtschafts- und Finanzpolitik in Bund und Ländern kritisch begleitet. Ich freue mich auch sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Danke. Frau Rydleski, vor gut einem Monat hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz das Konjunkturpaket der Bundesregierung vorgestellt. Inzwischen ist es auch vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet. 130 Milliarden Euro sollen bereitgestellt werden, um der Wirtschaft wieder aus der Pandemiekrise zu helfen. Das ist ein richtiger Wumms, hat Olaf Scholz gesagt. Frau Rydleski, sind Sie auch heute noch davon überzeugt, dass dieses Programm ausreicht und richtig justiert ist, um Unternehmen und Beschäftigten wieder auf die Beine zu helfen? Ja, ein ganz klares Ja. Ich finde, man sollte nicht immer so stark auf die absoluten Zahlen gucken, weil am Ende ist es wichtig, dass die Maßnahmen wirken. Und die Stärke des Konjunkturpaketes ist es, dass es angemessen zu dem, was auch diese Krise ausmacht, dass sie nämlich die gesamte Wirtschaft erfasst, auch alle Bereiche in den Blick nimmt. Es wird die Nachfrageseite gestärkt, sowohl bei den Privathaushalten, hier insbesondere bei Menschen, die eher weniger Geld zur Verfügung haben. Ich sage das Stichwort Kinderbonus, ich sage das Stichwort Mehrwertsteuersenkung, aber auch die Erhöhung des Alleinerziehendenfreibetrages. Es werden die Kommunen als Nachfrager auch adressiert, die wir wirklich massiv entlasten und das auch nicht nur punktuell, sondern im Gegensatz zu anderen Maßnahmen ja wirklich auch dauerhaft mit der höheren Beteiligung an den Kosten der Unterkunft. Und das sage ich auch als Bremer Bundestagsabgeordnete, die ich ja auch immer noch bin, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, weil man hier auch strukturelle Nachteile ausgleichen kann, aber natürlich auch die Unternehmen, die durch verschiedene Maßnahmen wie eine degressive AFA und andere steuerliche Maßnahmen hier auch entlastet werden, sodass wir hoffen und auch sehr zuversichtlich sind, dass wir damit dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder in den Tritt kommt. War dieses Paket eigentlich in der Koalition umstritten oder gab es da relativ schnell Einigkeit zwischen CDU und SPD? Ja, wie das immer so ist, also ich glaube, viele Punkte konnte man sich relativ schnell darauf einigen. Bei anderen hat man natürlich auch sehr um den Weg gerungen. Also wir haben die Debatte darüber gehabt, wie geht es mit der Automobilindustrie weiter. Wir haben aber auch bei dem Thema Steuern, das war ein sehr umstrittenes Thema, weil anders als die SPD, die sich ja an dieser Stelle auch durchgesetzt hat, die Union eher der Meinung war, man müsste jetzt mit dauerhaften Steuersatzsenkungen reingehen und auch die Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags für eine sinnvolle Maßnahme gehalten hat. Da waren wir nicht dafür. Das sage ich auch aus der Perspektive des Finanzministeriums. Wir sind der Meinung, dass eigentlich die Maßnahmen jetzt timely sein müssen. Also sie müssen jetzt wirken und sie müssen auch temporary, das heißt, sie müssen begrenzt sein, damit man eben auch jetzt einen Vorzieheffekt auslöst und das hätte man nicht, wenn man sagt, dauerhaft senkt man die Steuersätze. Herr Hickel, es gab ja am Anfang in der Öffentlichkeit wirklich viel Lob für dieses Programm, doch dann nach kurzer Zeit, wie das immer so ist, waren dann auch die Kritiker auf dem Plan und haben gesagt, das ist kein Wumms, sondern nur ein Wümschen. Wie sehen Sie das denn? Naja, insgesamt ist es schon ein großer Beitrag, der da geleistet worden ist. Ich war am Anfang sehr skeptisch, aber als ich alle Punkte mal durchgelesen habe, muss ich schon sagen, das ist eigentlich ein sehr kluges Programm. Das hätte ich mal, um es ganz sozusagen anders kritisch zu sagen, hätte ich der Bundesregierung gar nicht zugetraut. Nämlich zweierlei Dinge. Erstens hat Frau Rydleski schon gesagt, die Nachfrage zu stärken. Man hat in dieser konjunkturellen Situation, da muss man ja sehen, der Lockdown hat ja sozusagen zu einem Stillstand der Wirtschaft geführt und dagegen zu steuern.
machen. Da gibt es eine Summe von Maßnahmen, die ich absolut für richtig halte. Das Zweite ist, was wir gerne übersehen, die Programme sind alles in allem in beiden Nachtragshaushalten über 50 Milliarden allein fürs Gesundheitssystem. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Corona-Krise unglaublich große Kosten ausgelöst hat. Und einerseits ist die Strategie der Bundesregierung, nämlich die Flatten the Curve, also die Kurve der Infektion klein zu halten, ist andererseits finanzpolitisch gut begleitet worden. Das Dritte ist, da sehe ich jetzt noch einige Schwächen, aber immerhin ist der Ansatz da. Da haben wir auch was dazugelernt. Wir machen heute nicht mehr einfach nur so Wumms, Bums, ein paar Konjunkturprogramme, sondern das Transformatorische ist wichtig. In diesem Programm, in den Punkten, sind unglaublich viele Punkte drin, die zukunftsfähig sind, die nachhaltig sind. Beispielsweise im gesamten Umweltbereich, beispielsweise in der Wasserstofftechnologie, allein 9 Milliarden. Also wer das dem Programm vorwirft, das sei wieder so ein typisches konjunkturelles Strohfeuer, der hat es einfach nicht gelesen. Was ich kritisch sehe, das habe ich auch gesagt, aber das ist in der Gesamtwertung jetzt, glaube ich, doch wieder nicht so entscheidend. Bei der Mehrwertsteuer glaube ich, dass sie nicht groß ankommt bei den privaten Nachfragern. Aber es gibt ein Argument, das hat mein Kollege Fuß in der Anhörung beim Finanzausschuss bzw. im Haushaltsausschuss vom IFO vorgetragen. Und ich habe mich dem angenähert, obwohl ich eigentlich theoretisch da ein bisschen dagegen stehe, nämlich zu sagen, wenn nun wirklich Unternehmen, kleinere Unternehmen vor allem, ich denke mal an die Hotelbranche in Bremen oder an viele andere, die so die kleinen Lokalen, die unglaublich tolle Arbeit leisten, wenn die Mehrwertsteuer am Ende nicht weitergeben, aber sie selber sich dadurch ein Stück ihrer Wirtschaftskraft stärken, dann ist es ja auch insgesamt ein Beitrag. Also zusammengefasst, es ist wirklich ein großes, mutiges Programm. Ich gehe aber davon aus, dass wir es fortschreiben werden müssen und dass sicherlich in nächster Zeit nochmal ein öffentliches sozusagen Zukunftsinvestitionsprogramm nachgelegt wird. Aber es geht in die richtige Richtung. Vielleicht doch nur ein Punkt. Wir haben vielleicht doch, nee, jetzt will ich noch mal ganz kurz erstmal dazu. Okay. Mehrwertsteuer ist ja jetzt gerade seit einer Woche in Kraft, diese Mehrwertsteuersenkung. Und da hieß es am Anfang, in England zum Beispiel hat man schon ganz positive Erfahrungen mit sowas gemacht. Sie haben es eben schon angesprochen, die große Gefahr ist doch, was jetzt auch viele denken, das wird überhaupt gar nicht weitergegeben an die Verbraucher. Ja, also ich meine, ich habe die Studie, bin ja leider als Wissenschaftler immer verpflichtet, bevor ich mich äußere, auch alles zu lesen. Es gibt zwei Studien, die zeigen, muss man sehr vorsichtig sein, die britische Studie, die gemacht worden ist, 2009, der Finanzmarktkrise, zeigt, dass am Anfang relativ viel überwälzt wird, dass aber der Überwälzungseffekt dann zurückgeht. Es gibt eine europäisch vergleichende Studie, da sprechen wir von der Asymmetrie. Wenn Mehrwertsteuersatz gesenkt wird, gehen die Preise vergleichsweise weniger zurück. Wenn sie gesteigert wird, wird sofort überwälzt. Insgesamt wird sich schon einiges bewegen. Wir haben ja Modellrechnung, wie viel im einzelnen Haushalt einkommen. Interessant finde ich ja, dass vor allem die Discounter so richtig im Wettbewerb, das habe ich auch nicht anders erwartet, in so einem Wettbewerb drin sind. Wir geben die Mehrwertsteuer bereits weiter, bevor sie überhaupt insgesamt gibt. Die Information heute von Starbucks hat mich sehr geärgert. Starbucks hat ja erklärt, dass sie das nicht weiterwälzen wollen. Aber in der Gesamtheit ist es sogar, es passt in die Aussage von der parlamentarischen Staatssekretärin, nämlich es passt da rein zu sagen, alle Elemente, die irgendwo die Nachfrage absichern, die jetzt auch mit Menschen, die wirklich auch sozial stärker getroffen sind, von der Krise irgendwo mit abzufedern, die Idee ist dann schon irgendwo richtig. Frau Rieglewski, welche Möglichkeiten haben Sie denn als Bundesregierung, außer Appellen jetzt vielleicht, dass diese Mehrwertsteuersenkung wirklich dann auch bei den Konsumenten ankommt? Ja, wie Professor Hickel gesagt hat, muss man, glaube ich, das Thema Mehrwertsteuersenkung sehr differenziert betrachten. Also es wird die Bereiche geben, wo es weitergegeben wird. Das sehen wir gerade in den sehr wettbewerbsintensiven Bereichen im Einzelhandel. Und man darf auch, glaube ich, den psychologischen Effekt der Mehrwertsteuersenkung nicht gering schätzen, weil wer jetzt mal durch die Städte geht, der sieht ja eben, ja, es füllt sich wieder, aber so richtig eine Kauflust ist noch nicht da. Und darum geht es halt auch, dass man wieder den Leuten ein bisschen Zuversicht vermittelt und da können diese Senkungen natürlich zu beitragen. Dann gibt es natürlich die Bereiche, wo die Leute sehr genau sehen, was auch die Mehrwertsteuersenkung für sie ausmacht. Also bei größeren Investitionen, da schaut man schon auch nochmal genauer hin und auch da ist es ja wichtig, dass er hier keine investitionsaufschiebende Wirkung hat oder auch beim Thema Handwerkerrechnung etc., wo ja Mehrwertsteuer und Summe getrennt ausgewiesen werden, auch da wird es natürlich Effekte geben. Wir haben das jetzt so geregelt, dass es eben
darum geht, dass, dass das selber entschieden werden kann von den Unternehmen, ob sie es weitergeben. Aber natürlich ist die Erwartungshaltung klar, dass wir sagen, wir wollen das im Wesentlichen weitergeben, auch wenn es so ist, wie Herr Professor Hickel gesagt hat, dass man bei einzelnen Branchen auch sagen kann, die sind so schwer getroffen, wenn das zur weiteren Stabilisierung beiträgt, dann ist es auch kein Schaden. Und da muss man ja auch sehen, jemand, der ins Café geht, da einen Kaffee trinkt, der nimmt das schon auch als eine Besonderheit wahr und ist dann auch bereit zu sagen, okay, da verzichte ich auch auf meine Mehrwertsteuersenkung. Das ist ja auch dann eher so im Pfennigbereich, ist man geneigt zu sagen. Genau. Einer der strittigen Punkte bei dem Deal ist ja, oder bei dem Paket war ja der Deal mit der Lufthansa, die etwa 9 Milliarden Euro Hilfe bekommen soll. Kritiker haben dagegen gestellt, die deutlich geringere Hilfe für Kultur, Solo-Selbstständige oder Schausteller, die bei ungefähr 1 Milliarde Euro liegt. Ist Kultur nicht systemrelevant, Frau Rieglewski? Also zum einen war ja das Thema Konjunkturpaket Lufthansa, das gehörte nicht zusammen, sondern die Lufthansa hat im Rahmen dessen, was wir vorher gemacht haben, im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds einen Antrag gestellt. Da ist es so, dass halt bei so großen Unternehmen, wo es um solche großen Summen geht, man gesagt hat, und das halte ich auch für richtig, da geht es nicht darum, dass man sagen kann, die stellen einen Antrag und dann bekommen sie Gelder, so wie das in anderen Bereichen halt ist, wenn die Bedingungen passen, sondern da muss man schon als Staat vernünftig auch ins Verhandeln gehen, weil die Summen einfach auch sehr, sehr groß sind. Hier hat es, weil Sie vorhin ja auch nach Unterschieden in der Krisenbewältigung gefragt haben, hier hat es schon auch Auseinandersetzungen gegeben zwischen dem, was der Koalitionspartner wollte und die SPD wollte. Wir haben ja gesagt, das muss auch sehr klar auch an Einflussmöglichkeiten des Staates geknüpft werden. Wir haben uns jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, in dem die Öffentliche Einfluss nehmen kann auf Aufsichtsratsmandate. Aber das ist, glaube ich, auch angesichts der Bedeutung, die die Lufthansa für die Wirtschaft hat, glaube ich, auch ein vernünftiges Verfahren. Bei dem Thema Künstler, Kultur, Schausteller ist es halt so, da ist es nicht nur die 1 Milliarde. Die 1 Milliarde ist gezielt für den Kulturbereich gedacht. Und das ist, wenn man sich mal den Haushalt von Frau Grütters anguckt, ist es, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehr als ein Drittel, also der Kulturstaatsministerin, was jetzt sozusagen nochmal zusätzlich über das Konjunkturpaket läuft. Die Schausteller und andere haben im Rahmen der Überbrückungshilfen weiterhin die Möglichkeiten, Anträge zu stellen. Und auch das ist ein zweistelliger Milliardenbereich, der da im Raum ist. Millionen oder Milliarden? Milliarden sind das. Milliardenbereich, ja. Herr Hickel, vielleicht gar nicht Lufthansa so stark vertiefen jetzt, sondern eher mal so dieses Thema nochmal, was ist eigentlich mit den kleinen Selbstständigen und den Künstlern? Die sind ja wirklich, wie ich das auch selber in meinem Umfeld kriege, in absolut heller Panik. Wie gesagt, wenn es jetzt so weitergeht, dann sind wir alle tot irgendwie. Also mal, wenn Sie mir erlauben, gehe ich doch nochmal ganz kurz auf Lufthansa an, weil da was ganz wichtig, ein Konflikt sichtbar geworden ist, bei dem ich auch Partei ergreife. Ich finde, um es klipp und klar zu sagen, ich finde die Rettung der Lufthansa absolut richtig. Weil man stelle sich mal vor, in diesem internationalen Kampf mit den Billiganbietern, Low-Carrier, mit den Billiganbietern, ist die Lufthansa strategisch in jeder, auch was die Logistik betrifft, jederzeit ein richtiges Unternehmen. Und deshalb war der Antrag im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auf den hingewiesen worden ist, war völlig richtig. Was ich auch vertreten habe, auch in der Öffentlichkeit massiv, war die Position von Frau Rieglewski, nämlich zu sagen, wir brauchen, wenn wir solche Mittel, es geht 9 Milliarden, die sind sehr detailliert, ist ganz kompliziert im Detail, aber wichtig ist, wir brauchen da natürlich auch ein paar Bedingungen. Und die Bedingung lautet, dass beispielsweise Aufsichtsratsmandate jetzt auch von den Geldgeber, Steuerzahler, also auch von der Politik, sprich vom Finanzministerium besetzt werden. Übrigens, mit der historischen Hinweis, es hat ja schon mal so eine Situation gegeben, bei der bei der Rettung der Commerzbank der Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums drin war. Und ich sage, ich bin so frech und erlaube mir zu sagen, der hat da nicht die beste Rolle gespielt. Und das Zweite ist, was wichtig ist, auch Bedingungen, was die Beschäftigung betrifft. Das Zweite ist, also jetzt zu den Schaustellern, und ich habe mich unglaublich bemüht, auch in Bremen, weil ich die Schaustellerbranche für wichtig halte. Ich habe auch mit den sogenannten Eventanbietern, mit vielen Menschen an einem Papier teilgenommen. Da muss man der Politik jetzt aber wirklich mal was zugestehen. Wir sind im Lernprozess. In der ersten Runde, als wir in Bremen angefangen, übrigens sehr, sehr erfolgreich, ich habe mich gefreut, wie schnell diese Überbrückungshilfen ausbezahlt waren. Ich habe kleine Unternehmen mit unterstützt. Das ist im Nu alles wunderbar gelaufen. Da hat man einfach ein paar übersehen. Und das hat sich jetzt, das muss man auch zugestehen,
Corona ist so eine Herausforderung, die wir bisher nicht hatten. Da hat man einen Lernprozess. Und jetzt würde ich sagen, bei den Schaustellern muss nachgelegt werden und es muss auch bei den Künstlern. Wenn man sich überlegt, die berühmte, großartig geliebte Opernsängerin im Bremer Theater, die hat gar keinen Vertrag. Die hat sozusagen, die geht von einem Vertrag zum anderen. Die hat keinen festen Vertrag. Das heißt, die verdient über Nacht oder der Geiger oder die Sänger, wie auch immer. Und da muss insgesamt nachgelegt werden. Ich glaube, aber das hat ein bisschen gedauert und das ist jetzt, glaube ich, auch insgesamt begriffen worden, dass dieses wichtig ist. Für mich ist als einer, der Globalisierungstheorie betreibt, die Globalisierung ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ich selber mache mir den Vorwurf, wir haben bei der Globalisierung immer nur auf die großen internationalen Ströme, auf die internationalen weltweiten Lieferbeziehungen geachtet. Was ich in der Corona-Krise, um das auch mal sozusagen gelernt habe, ist diese wahnsinnig tolle, lebendige, produktive Lokalwirtschaft, die es auch massiv getroffen hat. Und das ist, glaube ich, jetzt doch begriffen worden, dass man diese Lokalwirtschaft, die im Grunde genommen gewisserweise ohne die ganze Globalisierung nicht erträglich wäre, die zu stärken, das ist jetzt, glaube ich, auch deutlich geworden. Aber da muss einiges nach. Wir haben dann noch ein Problem, wenn ich es ganz kurz sagen darf. Es ist ja, wir haben jetzt alles relativ kurzfristig eingerichtet. Wir hoffen, dass es keinen Rückschlag gibt in der Corona-Pandemie. Das ist ganz wichtig. Aber man wird sich auch darauf einstellen müssen, sage ich mit vorauseilendem Gehorsam, wird sich darauf einstellen müssen, dass wir noch zusätzliche Mittel brauchen werden, über deren Finanzierung wir dann vernünftig nachdenken, wenn beispielsweise die Konjunktur nicht so schnell hochkommt und wenn beispielsweise es Rückschläge geben sollte bei Hotspots etwa in der Corona-Pandemie. Vielleicht einmal ergänzen. Welche Mittel denn zur Verfügung gestellt werden können, wenn es denn nötig ist? Also vielleicht einmal noch mal ergänzen zu dem, was Professor Hickel gesagt hat. Also natürlich muss man immer auf Sicht fahren. Das ist bei diesem Thema, es ist eine ganz einmalige Situation. Sowas hatten wir bisher noch nicht. Und das wird Herr Professor Hickel sicherlich bestätigen können. Das ist keine Krise, die sich mit den normalen Modellrechnungen der Volkswirtschaft abbilden lässt, weil sie eben halt pandemiegetrieben ist. Wenn die Zahlen weiter hochgehen, dann haben wir ein Problem. Dann wird man sicherlich auch Wege finden, damit umzugehen, aber dann wird man die Wirtschaft auch nicht so in Schwung kriegen, wie wir uns das alle vorstellen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sich auch alle weiterhin an die gebotenen Regeln halten, weil man natürlich auch sieht, alles, was man an staatlichen Maßnahmen machen kann, hat eine Wirkung, aber es ist halt, alleine hilft es halt nur, wenn wir Schritt für Schritt auch wieder in die Normalität kommen. Was man aber schon sehen muss, ist, und da ist das Beispiel Lufthansa eben auch sehr deutlich, aber auch die Hilfen für kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn man mal auf diese Krise guckt, dann sieht man eigentlich, dass dieses ganze Thema, was wir ja an Staatsverachtung teilweise auch gesellschaftlich hatten, so nach dem Motto, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, wir haben eine überbordende Bürokratie, da soll sich möglichst wenig eingemischt werden, dass das in der Krise natürlich seine Grenzen erreicht und dass man sieht, wie wichtig es eigentlich ist, einen gut funktionierenden, gut auch finanziell gut ausgestatteten Staat zu haben, der dann auch in der Lage ist, eben solche Krisen auch vernünftig zu behandeln, umzugehen und gegenzusteuern. Wenn wir alleine mal auf das Kurzarbeitergeld gucken, das hat dazu beigetragen, dass wir eben in Deutschland nicht in dieser Massivität Beschäftigungsabbau haben, wie das in anderen Ländern ist. Man schaue nur in die USA und das wird ein ganz elementares Instrument sein, um uns vernünftig durch die Krise zu bringen, weil wenn die Unternehmen danach erstmal wieder anfangen müssen, auf Personalsuche zu gehen, dann wird das ganz, ganz schwierig. Aber nochmal, ein Punkt ist, glaube ich, man wird sicherlich auch nochmal nachsteuern können, wenn das nötig ist. Aber wichtig ist A, auch, dass wir Wege aus der Krise finden, in eine neue Normalität hinein. Also wenn man das Stichwort Schausteller hat, aber auch Veranstaltungsbranche, wird man sich überlegen müssen, wie kann man Messeveranstaltungen, wie kann man Volksfeste unter hygienisch einen guten Standard sicher stattfinden lassen, weil ansonsten kann kein Staat der Welt diese Branchen retten, das muss man so klar sehen. Und wir müssen eben halt auch gucken, dass wir dann auch dabei unterstützen, hier auch entsprechend anzupassen und neue Formate zu entwickeln. Und ein Teil der Gelder, die jetzt beispielsweise für die Kultur vorgesehen sind, da geht es ja auch darum, wie kann man Bühnen digitalisieren, sodass die andere Möglichkeiten finden, auch ihr Angebot, ihre Kultur auch nach außen zu tragen und damit Geld zu verdienen. Es wird ja auch immer gerne gesagt, die Krise ist in vieler Hinsicht auch eine Chance zur Erneuerung, um Transformationsprozesse einzuleiten.
Es wird jetzt teilweise über Innovationsprämien gemacht, Offshore-Windenergie zum Beispiel, künstliche Intelligenz. Ich möchte es vielleicht jetzt auch im Interesse der Zeit ein bisschen nochmal erweitern, zum Beispiel auch Digitalisierung an Schulen und Bildung. Herr Hickel, glauben Sie, dass da wirklich jetzt eine echte Chance da ist, auch mit solchen Prämien zum Beispiel solche Prozesse auch gut anzustoßen? Naja, ich habe es eingangs gesagt, was ich klug finde an dem gesamten Programm, deshalb ist der Titel eigentlich Konjunkturprogramm, ist völlig daneben. Es ist ja, wenn man so will, zumindest Konjunktur und ein Strukturprogramm. Die Struktur, oder wie wir mal in der Theorie gesagt haben, Keynes für die Gesamtwirtschaft deutlich, plus Struktur. Das kommt in dem Programm sehr deutlich raus. Wenn man mal die Punkte durchgeht, dann finde ich schon ganz toll, dass man sagt, das, was so ohnehin hätte gemacht werden müssen, im Sinne einer nachhaltigen Strategie für Deutschland, ökologisch und sozial, das wird jetzt im Finanzierungspunkten aufgenommen. Da hatte man jetzt kurzfristig positive Nachfrageeffekte und mittelfristig, langfristig hat man den Umbau, den man haben will. Deshalb bin ich auch sehr glücklich, dass das, wie das am Ende mit der Autoprämie geregelt worden ist. Wenn man das nämlich nicht gemacht hätte, dann wäre das ein so brutaler Sündenfall gewesen, nämlich gleichzeitig das Transformatorische, den Umbau insgesamt vorzunehmen. Ich selber bin engagiert bei der Wasserstofftechnologie, weil ich in einem Aufsichtsrat eines Stahlwerkes sitze, die bereits die ersten Modellanlagen haben. Und da kann ich nur sagen, was macht dieses Programm, das da jetzt aus Berlin gekommen ist? Es gibt einfach gewisserweise fiskalischen zusätzlichen Impuls, einen Push, das insgesamt weiterzuentwickeln. Und ich wünsche mir, dass soweit wir weitere Programmelemente noch brauchen, dass das Transformatorische mit drin ist. Aber eins ist ganz wichtig, darauf haben Sie völlig zu Recht hingewiesen, Frau Glewski, nämlich, das ist mir ganz wichtig, wir machen immer die großen Themen. Innovation, für mich gehört zur sozialen, zur kulturellen Innovation, gehört ein guter Kulturbetrieb, dass wir den gleichermaßen auch mit insgesamt stützen. Da gibt es Elemente durch. Übrigens die Länder, das ist ja auch Länderaufgabe. Und ich habe beide Länder beobachtet, Niedersachsen und Bremen. Bremen natürlich intensiv, auch in Gesprächen im Rathaus. Ich muss sagen, auch ganz vorsichtig und ich hätte es so richtig nicht erwartet, dass es so gut klappt. Dass man das so gut entschieden hinkriegt, finde ich uns insgesamt wichtig. Und die Initiativen, die sich gebildet haben, das ist sozusagen auch eine Politik von unten, die da stattfindet, weil die Initiativen kommen und sagen, eben nicht nur Hotelgewerbe, nicht nur Gaststättengewerbe, sondern das, was wir in der Kultur, in der Eventszene brauchen, die kommen und sagen, da und da sind die Bedürfnisse, da sind fiskalische Bedürfnisse. Und insoweit sehe ich das schon sozusagen ich wiederhole es nochmal, mit den transformatorischen Elementen gut ausgestattet. Frau Riglewski, letztes Thema, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Mit der Schuldenbremse wird das nicht funktionieren. Naja, wir machen das, was wir jetzt machen, machen wir ja, obwohl die Schuldenbremse in der Verfassung steht. Dass ich nicht der größte Freund davon bin, ist bekannt, aber man sieht schon auch, was auch unter den Bedingungen der Schuldenbremse aktuell nötig ist, weil eben der Bundestag auch klar festgestellt hat, das ist eine Sondersituation, in der das auch möglich ist. Und ich habe immer wieder gesagt, wir tun das, was nötig ist. Und ich glaube, diese klare Botschaft, die muss auch da sein. Und wir können das machen, weil Deutschland eben einerseits wirtschaftlich stark ist, dass wir eine gute Substanz haben. Wir hatten gute Steuereinnahmen in den letzten Jahren, die sind auch klug grundsätzlich verwendet worden. Und deswegen nehmen wir jetzt natürlich Schulden auf und können das auch, weil wir eben auch uns auf den Finanzmärkten gut Geld leihen können. Wir müssen aber natürlich auch schauen, und das ist natürlich das Gesamtthema, auch das ist nicht unbegrenzt möglich, weil das natürlich auch Einfluss hat auf die Gesamtstabilität irgendwann. Auch das, was wir in Europa machen, kostet ja alles Geld. Das ist auch wichtig und richtig. Ich glaube, diese Dimension ist jetzt gerade ein bisschen zu kurz gekommen, ist aber, glaube ich, auch eine wichtige, dass wir auch schauen, wie Europa insgesamt gut aus der Krise kommt, weil die deutsche Wirtschaft immens davon abhängig ist, wie das Wirtschaftsgeschehen in der Eurozone ist. Und wir finanzieren das jetzt über Schulden, aber wir können das auch und wir sind auch in der Lage, das habe ich ja auch mehrfach schon gesagt, im Zweifelsfall auch nochmal nachzusteuern, auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass die Krise jetzt auch schnell vorbeigeht. Also, eine Frage ist ja auch abgebaut werden und da hat ja der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte und andere auch das Thema Lastenausgleich ins Gespräch gebracht, also ähnlich wie es es nach dem Zweiten Weltkrieg gab, dass die was hatten, dass die eben davon was abgeben mussten. Herr Hickel, ist das eine... Also ich sitze hier gerade, wenn wir die Kamera runterfahren, dann sehen Sie hier einen ganzen Haufen Papier rumliegen. Ich schreibe darüber gerade einen Aufsatz. Genau auch das, was gesagt worden ist. Dann die Kurzfassung übrigens, davon. Ja, übrigens, ja, ganz sicher. Aber übrigens eins interessant.
Ich war ja damals, ich war immer ein Kritiker der Schuldenbremse, fühle mich auch bestätigt, aber ist jetzt nicht das Thema. Als damals die Schuldenbremse 2009 eingeführt worden ist, war ich damals bei einigen Kommissionen dabei, beispielsweise bei der Föderalismuskommission 2. Und da weiß ich, das, was jetzt im Grundgesetz steht, was gewisserweise unsere Rettung ist, nämlich die Schuldenregeln gelten nicht bei außergewöhnlichen Notsituationen, die der Staat nicht verschuldet. Mit dem operieren wir jetzt. Und das ist auch gut so. Wobei ich dazu sagen muss, das kam durch Zuruf rein, weil einige andere, ich sage jetzt auch Partei, von der CDU ist gerufen worden in die Sitzung, ach, Naturkatastrophen reichen. Und dann kam irgendjemand, weiß aus der Ecke der SPD, aus der Ecke der Linken und rief dann noch dazu, halt, wir brauchen eine außergewöhnliche Belastung. Deshalb fahren wir denn, ich habe beide Nachtragshaushalte jetzt angeguckt und das muss auch mal ein Kompliment machen, die Leute sollen auch mal lesen, Bundesfinanzministerium hat es wunderbar transparent gemacht. Wir haben mit den beiden Nachtragshaushalten insgesamt 137 Milliarden, die sozusagen von der Schuldenregel abweichen und die müssen per Tilgungsplan sollen die abgewickelt werden. Das wären ungefähr im Jahr dann für bei 20 Jahren 6 Milliarden. Ich bin ganz eindeutig der Meinung, dass wir brauchen erstens eine Diskussion, wer, Herr Sodemann, wie richtig formuliert, wer zahlt es eigentlich am Ende, weil man vielleicht auch sagen kann, dass längerefristig Staatsschuldenfinanzierung gar nicht schlimm ist. Das kann ich jetzt aber nicht ausführen, sagen viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, beispielsweise aus der Wissenschaft, DIW und so. Und das Zweite ist, und das hat mir Andreas Bovenschulte beigebracht als kluger Bürgermeister, gesagt, selbst wenn wir das können, kriegen wir natürlich die Debatte, wie wird es eigentlich dauerhaft finanziert. Und ich bin mit ihm im Gespräch, mit vielen anderen auch, dass wir sagen, ich fange es ganz bewusst, das ist eine sehr genaue Unterscheidung. Ich fange nicht gleich an mit irgendeiner Vermögensabgabe. Das ist nicht, damit fange ich nicht an, sondern ich fange an, wir brauchen einen Lastenausgleich, der sozial gerecht organisiert wird. Und darüber müssen wir diskutieren. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, es mit Steuerpolitik zu machen, mit Einkommensteuer ist zwar schwierig, da gibt es die Möglichkeit, es mit einer Vermögensabgabe, einer einmaligen Vermögensabgabe zu machen. Aber wir müssen die Diskussion aufnehmen, weil eines ist bisher garantiert auch vom Bundesfinanzminister, dankenswerterweise, sage ich mal ganz bewusst in meiner wissenschaftlichen Zurückhaltung, eins ist garantiert, diese Tilgungen dürfen nicht zu einem neuen Sozialabbau führen. Wenn man diese Tilgungssummen, die da auf uns zukommen, abbaut im laufenden Haushalt, beispielsweise Bremen oder im Bund, wäre es eine Katastrophe. Das heißt, wir brauchen dann ein spezifisch, aber zeitlich befristetes Finanzierungsinstrument. Und darüber zu diskutieren, lohnt sich. Deshalb finde ich den Vorschlag, den der Bürgermeister aus Bremen gemacht hat, der auch mit einigen Substanz begründet ist, geht genau in die richtige Richtung. Lasst uns wenigstens... Also eine wichtige Debatte, die glaube ich, aber noch weiterführen müssen. Und ich bin richtig froh und darüber und freue mich, dass wir so viel Expertise jetzt hier aus Bremen von der Bremer Uni hatten und denke, das wird vielleicht auch nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Ich danke mich erstmal an der Stelle. Ich denke, das war sehr aufschlussreich und ja, alles Gute noch.